So, dann fange ich vielleicht mal an. Das ist Michael Oblisch, der Eigner der Plattenfirma. Ja, genau. ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was der Zombik vorhin schon gesagt hatte. Herr Zombik, der Sprecher unseres Bundesverbandes. Zurzeit besteht leider die juristischen Möglichkeiten nicht, diesem CD-Verleih einen Riegel vorzuschieben. Ich möchte aber nochmal auch die Möglichkeit jetzt nutzen, sozusagen in die Öffentlichkeit zu treten und alle Hörer vom NDR 2 im Moment auffordern, möglichst keine CDs oder Tonträger sich auszuleihen. Ich sage das deswegen, nicht weil ich Inhaber einer Schallplattenfirma bin, sondern weil ich hier an erster Stelle für meine Künstler und Interpreten rede. Herr Minke, das ist nicht in Ihrem Geschäftsinteresse. Warum? Ganz einfach, weil ich sehe das Ganze so ein bisschen anders. Ich trete quasi an den Kunden heran, indem ich ihm also die Möglichkeit gebe, CDs zu leihen bei mir. Und der Kunde ist wesentlich glücklicher, weil er hat die Möglichkeit, sich eine CD auszuleihen, mit nach Hause zu nehmen. Sicherlich gibt es da einige oder viele, die nur kopieren. Aber ein Großteil meiner Kunden hören sich quasi die Titel an und kommen dann anschließend und sagen, die Scheibe ist gut, die kaufe ich. Hm. Herr Oblisch. Nun tun Sie es sicherlich nicht aus einer ethisch-moralischen Verpflichtung heraus, dass Sie den Kunden, wie vorhin auch gesagt, beim Glas Whisky oder Zigarette zu Hause die Möglichkeit geben, sich die Titel anzuhören. Nee, und Sie wollen damit Geld verdienen. Ja, ganz wir wollen alle Geld verdienen. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Geld verdienen will. Es müssen nur die Leute, die maßgeblich daran beteiligt sind, an diesem Geschäft, beteiligt werden. Und es ist so, dass beim CD-Verleihen, das muss ich auch nochmal sagen, die Künstler und die Produzenten und auch nicht zuletzt die Schallplattenfirmen in keinster Weise beteiligt sind. Stimmt, das ja. Und das tut dann aber jeder, der das tut jeder, der CDs verleiht. Ach, verleiht. Ja. Ach, den GEMA bezahlen Sie und davon bekommen Sie, Herr Oblisch, nichts? Wir bekommen gar nichts davon. Die GEMA wird einzig und allein an die Komponisten, das heißt an die Autoren, ausgeschüttet. Und das auch nur ein Bruchteil der eigentlichen GEMA-Gebühren, die wir als Tonträgerhersteller normalerweise bei Pressungen von CD abführen an die GEMA. Mhm. Das heißt, Sie haben vorhin selbst die Sätze genannt, das heißt, eine CD, damit der Autor heute, also der Komponist oder der Texter, überhaupt denselben Betrag kriegt, den er normalerweise beim Verkauf einer CD erhält, müsste 5-mal verliehen werden. Ja. Ich möchte auch noch kurz eingehen auf das Gegenargument, was vorhin als Gegenargument gesagt wurde, weshalb CD-Verleih angeblich positiv sich auswirken würde. Sicherlich hat sich vielleicht die Frequenz, die Besucherfrequenz in dem Laden, der vorhin genannt wurde, um das Vierfache gesteigert, beziehungsweise der Verkauf. Aber ich bezeichne sowas als reines Lockvogelangebot. Ja? Und ich kann nur eins sagen, und ich möchte das wirklich nochmal ganz ausdrücklich sagen. Schlusswort. Bitte, liebe Hörer, wenn euch eine Platte gefällt, dann spart ein paar Mark, geht in den Laden und kauft sie euch. Denn ihr schadet nicht zuletzt ist das euch. Ja, wenn sie gut ist, dann ist es ja okay. Nur woher weiß der Kunde, dass es dann gut hört ist. Doch lieber Radio. Ja, schaltet den NDR 2 an, da werden genügend Platten vorgespielt. Sicherlich. Es gibt genügend Sendungen im Nachtprogramm, es gibt genügend Sendungen tagsüber, wo neue aktuelle Titel vorgespielt werden. Und wenn einem hier was gefällt, ja, wenn man sich im Radio und Fernsehen... Ja, aber Moment, nur mir. Nur ich kaufe mir eine LP und da sind 2, 3 gute Titel drauf. Die höre ich eh jeden Tag, deshalb kaufe ich sie mir. Und dann komme ich nach Hause und dann mache ich das dicke Gesicht. Genauso ist es mit der CD auch. Was Sie vorhin auch gesagt haben, ist doch ganz eindeutig. Ihnen geht es doch nicht um den CD-Verleih. Es geht Ihnen doch darum, dass Sie heute auch schon Package-Angebote machen. Das heißt, Sie verleihen die CD zusammen mit der MC, zusammen mit einem CD-Abspielgerät. Und sowas ist eine reine Aufforderung zum Kopieren. Ich bin eigentlich dankbar, dass wir vor 3 Jahren damals mit Unterstützung der Medien erreichen konnten, auch unter dem Slogan Home Taping is Killing Music, ja, dass das eigentlich ein und für mal vom Tisch war. Jetzt fangen wirklich wieder ausgebuffte Händler an, diese ganze Arie wieder neu aufzubauen. Ja, Herr Minke. Herr Blech, meinen Sie denn, dass ein Kunde, der sich mal einen CD-Player leiht und auch dazu das Package leiht, dass der jetzt ewig leiht, der wird sich irgendwann einen CD-Player kaufen und der wird sich sicherlich auch weiterhin CDs leihen, aber die gut sind, wird er kaufen. Und ich habe mit Kollegen gesprochen, mit ca. 20, 30 Kollegen aus meinem Kreise, die alle CDs verleihen und die bestätigen mir das Ganze. Die haben teilweise zwischen dem 2- und 6-fachen an Verkauf mehr. Darf ich da mal kurz einhaken als Moderator in diesem Streitgespräch? Herr Minke, Ihre Kollegen hätten doch nichts dagegen, eine entsprechende Gebühr abzuführen an die Plattenfirmen, die deren Gewinn oder beziehungsweise deren Verlust auffüllt. Denn wenn die sagen, wir kriegen zu wenig Geld, wenn Leute nur kopieren, stimmt das ja. Die kriegen ja auch kein Geld, wenn es vom Radio getan wird und dergleichen. Finden Sie nicht, dass also Sie als Verleiher und die Kassettenhersteller nicht endlich mal den Plattenfirmen und Künstlern das auch geben sollten? Ich meine, das fällt mir jetzt ein. Weil das ginge ja gar nicht. Das ginge ja gar nicht. Hier kämen die ja mit ihren internen Kalkulationen, wenn sie 2 Mark pro Tag erheben, gar nicht mehr klar. Es ist doch so. Wie denn? Auch diese Argumente, dass eine CD heute noch zwischen 30 und 40 Mark kostet, das ist alles Unfug. Und das wissen auch gut
gut informierte Konsumenten, denn die laufen, die laufen von einem Laden zum anderen und gucken sich die Preise an und vergleichen die Preise. Es gibt keine Richtlinien für Preise. Ja, das stimmt. Soll ich sie unter dem EKA verkaufen? Das sind Lockvogelangebote von großen Firmen, die es sich erlauben können. Nur die kleinen Einzelhändler, und dazu zähle ich mich, ich verkaufe seit 3 Jahren Schallplatten und CDs und mache den Verleih jetzt im Grunde genommen, seitdem er erlaubt ist. Und es ist doch so, dass gerade die Großen, die können ruhig mal unterm EKA verkaufen, nur die Kleinen nicht. Unter was und, denn? Unterm Einkaufspreis. Einkaufspreis, ah, ja. Und ich kaufe doch die CDs auch. Ich kriege sie doch nicht geschenkt von der Industrie. Also ich kaufe sie und ich muss dazu eins sagen, die CD ist zwar normalerweise unverwüstlich, nur so wie ich sie verleihe, die Kunden, die gehen da auch nicht gerade sonderlich gut mit um. Und so eine CD kann ich nach ungefähr 30 bis 40 Mal kann ich sie wegschmeißen, dann kaufe ich bei euch eine neue. Hallo, ich möchte auch nicht in Ihre Geschäftspolitik eintreiben. Schlusswort, ja, Herr Oppisch, Eigner einer Plattenfirma, der das nicht gut findet, dass seine CDs verleiht werden. Schlusswort, gut. 30 Sekunden. Mein Schlusswort, nochmals Appell, bitte tut euch den Selbstsinn gefallen, damit ihr in Zukunft auch noch Musik hören könnt, die euch gefällt. Leiht euch keine CDs aus. Schlusswort, Herr Eduard Minke, Sie verleihen CDs. Ja. Ja, was mögen Sie? Schlusswort. Ja, also ich möchte schon sagen, die Kunden sollen sich weiterhin CDs leihen, damit sie eben die Möglichkeit haben, wirklich gute Scheiben sich auszusuchen. Und die fordere ich dann natürlich auch, sie zu kaufen. Klar, logisch. Und dann darf ich auch ein Schlusswort haben und mich verabschieden und mich bei Christine Hasper bedanken und bei der Technik und überall. Mein Schluss wäre nämlich, wenn wir uns denn nicht einigen, alle so zusammen, wie wir hier am Tisch sitzen, dann gibt es keinen CD-Verleih. Wahrscheinlich werden ein paar weniger verkauft oder die bleiben teuer oder wie auch immer. Ich glaube, wir sollten uns lieber einigen, okay? Okay. Zwei Nachrichten. 20 Uhr. Kiel. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel will so schnell wie möglich vor der Presse zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen ausführlich Stellung nehmen. Im Anschluss an eine Sitzung der CDU-Landtagsfraktion sagte Barschel, angesichts einer gegen ihn laufenden Kampagne werde er nicht den parlamentarischen Untersuchungsausschuss abwarten. Einen Termin für die Pressekonferenz nannte er nicht. Die neue CDU-Landtagsfraktion hatte ihm zuvor ihr Vertrauen ausgesprochen und die Vorwürfe gegen ihn als völlig haltlos bezeichnet. Die Fraktion hatte ihren Vorsitzenden Klaus Krippen für weitere 4 Jahre im Amt bestätigt.
Auch Björn Engholm wurde von der sozialdemokratischen Landtagsfraktion für weitere 4 Jahre gewählt. Engholm sagte, es sei noch nicht aller Tage Abend in Schleswig-Holstein, was die Regierungsbildung angehe. Die Freien Demokraten hatten bereits gestern Abend Wolf-Dieter Zumpfort zum Fraktionschef gewählt. Washington. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben heute einen Vertrag unterschrieben, der einen Atomkrieg aus Versehen verhindern soll. Die Vereinbarung wurde von den Außenministern Schulz und Shevardnadze unterzeichnet. Der Vertrag sieht vor, dass in Washington und Moskau Zentren zur Überwachung von Atom- und Raketentests eingerichtet werden. Shevardnadze traf anschließend mit Präsident Reagan zusammen. Dieser nannte die Vereinbarung einen praktischen Schritt zur Minderung von Risiken. Er sehe dem Tag entgegen, an dem er und Gorbatschow weitergehende Verträge über die atomare Abrüstung unterschreiben könnten. Paris. Der in Moskau zu 4 Jahren Arbeitslager verurteilte deutsche Sportflieger Matthias Rust muss nach Ansicht des Chefredakteurs der sowjetischen Parteizeitung Pravda, Afanasiev, 1 bis 2 Jahre in Haft bleiben. Vor Journalisten in der französischen Hauptstadt sagte Afanasiev, der auch dem Zentralkomitee der KPDSU angehört, Rust sei keine 12 Jahre mehr und müsse die Verantwortung für sein äußerst gefährliches Handeln übernehmen. Saarbrücken. Bundesumweltminister Töpfer schließt einen Alleingang der Bundesrepublik bei der Festsetzung von Höchstgrenzen für Radioaktivität in Lebensmitteln nicht aus. Im saarländischen Rundfunk sagte Töpfer heute, die Bundesrepublik habe als EG-Mitglied zwar die Verpflichtung, eine europäische Lösung anzustreben. Falls bis Ende Oktober jedoch kein neues Grenzwertesystem auf EG-Ebene gefunden sei, müsse die Bundesregierung eine Verordnung erlassen. Die von der EG-Kommission vorgeschlagenen Grenzwerte für Radioaktivität bezeichnete Töpfer als zu hoch. Der Umweltminister will die Grenze bei 600 Becquerel pro Kilogramm Lebensmittel beibehalten, während die EG-Kommission einen Grenzwert von 1250 Becquerel vorgeschlagen hat. Bonn. Mehrere Naturschutzverbände haben heute erneut gefordert, auf den Bau des Dollarthafens an der Emsmündung zu verzichten. Vor Journalisten bezeichneten sie dieses Projekt als ökologisch unverantwortlich. Das Festhalten der niedersächsischen Landesregierung an dem Hafen sei ein Zeugnis für umweltpolitische Verständnislosigkeit. Die Naturschutzverbände wiesen darauf hin, dass der Dollart als eine der letzten großen Brackwasserbuchten Europas eine außergewöhnliche Bedeutung habe. Durch den Hafenbau würden etwa 9 Quadratkilometer Wattfläche zerstört. Zum Wetter für Norddeutschland. Zunächst die Wetterlage. Die nach Norddeutschland eingeflossene Meeresluft gelangt unter den Einfluss eines sich von Westen her nähernden Hochs und kommt zur Ruhe. Die Vorhersage bis morgen Abend. Heute Abend Bewölkungsauflösung, nachts meist klar und Temperaturrückgang auf 11 bis 6 Grad. In den Frühstunden Nebelfelder. Am Tage heiter bis wolkig und im Wesentlichen trocken. Höchste Tageswerte zwischen 16 Grad an der See und 21 Grad im südlichen Niedersachsen. Heute Abend noch frischer und böiger westlicher Wind. Morgen meist schwacher Wind aus südlichen Richtungen. Und die Windvorhersage für die Deutsche Bucht. West bis Nordwest 5, abnehmend 3 bis 4, Südwest drehend. Westliche Ostsee, West 6, abnehmend 4, anfangs noch sehr böig. Das war unsere Nachrichtensendung. In einer halben Minute wird es 20.05 Uhr. NDR Verkehrsstudio. Es sind uns zurzeit keine Verkehrsstörungen gemeldet. NDR 2. Pop nach 8. Heute Maxis Maximal mit Gerd Alsen. Und jetzt soll's mal wieder richtig losgehen. Hello, how are you today? We hope you're in the right mood to join us right now. Was ist das? 2 Stunden Maxis Maximal auf NDR 2. DJ GA lädt wieder mal ein. Was haben wir heute aufliegen? Depeche Mode, Donny Osmond, Cock Robin, Carly Simon, Art Garfunkel und die Communards im ersten Teil.
im NDR2-Radio. Dann im zweiten Teil nach den Nachrichten mit Wax geht's weiter. Say When, Magnum, Phil Fearon, Fleetwood Mac, Carmel und The Window Speaks. Dazu gibt's zwei Hörerwünsche. Also kein Grund abzuschalten, sondern dran zu bleiben. Bis 10 Uhr hier auf NDR2. Okay? Und aufmachen wollen wir mit einem Modellcharakter für Disco-Musik. Ja, sie war früher Model, die Taffy, die Engländerin, die in Italien lebte, jetzt wieder nach England zurückgekehrt ist. I Love My Radio hörten wir hier schon mal in Maxis Maximal. Auch ein richtiger Disco-Titel und heute geht's los mit ihr Step by Step und wir schalten live um. Hallo Kollege, bitte melden. Fire, gonna take it higher, step by step. What a sweet desire, burning.
Supersound mit Kathleen Quay, alias Taffy und Step by Step. Und er hat eine neue Unterlegmusik. You're listening. Higgins hat geschrieben, oder Higgins. Das war wohl ein Deckname sein. Hey DJJ, könntest du nicht mal bitte eine andere Unterlegmusik nehmen? Du hast dich schon das fünfte oder sechste Mal dieses komische Jazz-Geklimper. Die Maxis sind ja geil, aber wenn dann die Unterlegmusik kommt, da vergeht mir immer der Spaß. Also heute mal wieder Disco-Unterlegmusik von der neuen Donna Summer. Dinner with Gershwin. Von Gershwin wenig zu hören. Vielleicht vom Dinner mehr. Depeche Mode ist angesagt als nächstes. Alan äußerte sich auf die Frage, wie denn der Sound von Depeche Mode zustande kommt. Wir probieren einfach aus. Besonders gut eignen sich Küchenutensilien. Du kriegst fast jeden Sound durcheinanderschlagen von Gegenständen hin. Und als letztes haben wir dann Gitarrenklänge gesampled. Und das wirklich Interessante dabei ist immer, dass du jeden Ton frequenzmäßig verändern kannst. So entdeckst du, nein, du entwirfst Töne. Und das ist das Geheimnis des Depeche Mode Sounds. Und der kommt hier in Maxis Maximal. Die neue Never Let Me Down Again. Maxis Maximal. NDR 2. Thank you.
Now I want to live, free to start all over. And if you say you will, I've nothing to promise, and all that I want is to know we have this chance. We can make a difference if you just understand that I'm in it for love. I'm not in it for the love of a stranger. 'Cause there ain't enough time, there ain't enough love to be found in this world. If we're in it for love, there can be no hurt, harm, or danger. There's no limit for us, let the walls come tumbling down. You sheltered your dreams, and what does it mean to you if you can't say that you have someone beside you when you're going against the grain? I've been there before. One thing's for sure, it's time I need some help. This heart holds out for you, waiting here for no one else. I'm in it for love, not in it for the love of a stranger. 'Cause there ain't enough time, there ain't enough love to be found in this world. If we're in it for love, there can be no hurt, harm, or danger. There's no limit for us, if the walls come tumbling down. Leaving our heart weak in the sand. The sky's wide open this time. This time it's love we're holding in our hand. I'm in it for love. I'm not in it for the love of a stranger. Minute for Love. He's in it for music again. Donny Osmond wieder da nach 15 Jahren, damals mit Puppy Love in den 70er Jahren berühmt geworden. Im alten Paul Anka-Titel, aber auch in der Gruppe The Osmonds, erinnern Sie sich vielleicht noch dran.
Man prophezeit immer eine große Zukunft. Man sprach damals sogar davon, ich erinnere mich, da würde ein zweiter Elvis Presley heranwachsen. Ist nicht viel draus geworden. Und sie standen ja immer im Widerstreit mit den Jackson 5. Donny Osmond gegen Michael Jackson, Weiß gegen Schwarz. Und wer sich letztendlich durchgesetzt hat, wissen wir ja inzwischen. The Bad Boy. Ja, und jetzt ist Donny wieder da, er versucht. Schwesterchen Marie Osmond hat im letzten Jahr auch eine LP gemacht, also offenbar scheinen die Mormonenkinder aus Ohio doch wieder zu kommen. Soll kein Fehler sein für uns. Weiter geht's mit Cock Robin. Der neuesten natürlich. The biggest fool of all. Maxis Maximal. Maxis Maximal.